Und Aufnahme gestartet. Alright, wir gehen jetzt zur Eisenschlange. Ich glaube, das sind was? Stufe 25 Gegner oder sowas? Weil das war vorher die ganze Zeit rot. Kino. Morris, ich arbeite in einem Kino. Deswegen muss ich arbeiten gehen, wenn die meisten nach Hause kommen. Ich komme dafür auch erst heute um 2 Uhr in der Früh nach Hause. Von der Arbeit. Wenn du brennst, benutze ein Medipack, um das Feuer zu löschen. Ich meine, ich könnte mir einfach nur einen Haufen Medipacks kaufen mit meinem Schrott, actually. Hier ist es wieder schön grün. Nicht mehr super verschneit wie oben. Eisenschlange. Also wenn wir da In- und Zug treffen, nehme ich jetzt immer stark an. Habe ich messerscharf geschlussfolgert. Momentan noch alles schön ruhig. Vielleicht treffen wir wieder Zonenhunde. Und nicht nur Ghouls. Besser als fürs Aufstehen. Ja, finde ich auch. I heard of these before. They used to move the ancients around the world. But they got wheels. A lot of them. These things moved? Something's not right here. Wir haben jetzt die Waffenteile. Ja, das sind aber dann... Das schaut mehr so aus wie ein europäischer Zug. Ich hab mir schon gedacht, das ist nicht wirklich Armyland hier, oder? The fangs of a zone dog. Let's make sure we're not desert. Weil die Städtenamen hören sich mehr so nach Skandinavien an. Der Zug sieht auch nicht so aus wie ein Army-Zug, oder? Ist das... Ich weiß nicht, woher kommt das Entwicklerteam? Ich müsste das mal googeln. Der Publisher ist Funcom? Sowas? Und The Bearded Ladies oder so ist das Entwicklerstudio. Damn, so dogs! They were smaller in the old days, dumber too. We got the weapons! Zone dogs got all weapons and the paws. We are the kings of the zone. Then go to the zone dog and tell that to his face. You want to get eaten like Skeezle, Bam Bam, and Treepo? Go for it. Yeah, be fun. Let's split up. Go ahead, then. Big claws. String of metal rooms linked together. Can't make tusks or tails out of this. A little too claustrophobic for my tastes. Okay, wir haben einen Panzer mit 30 Leben. Ja, nein, ich wollte nicht. Ich wollte es nicht so machen. Leute, wir müssen uns nicht verstecken gerade. Ich will noch gar nicht kämpfen. Okay, das ist ein Jägerstufe 25. 24 Leben. Das heißt ein bisschen zu viel Leben für meinen Geschmack hier. Wir haben alle ein bisschen zu viel Leben. Holy shit. How do we do this? We grow. Okay, da ist mal eine Kiste. Vielleicht kriegen wir eine geile Waffe raus und dann ist alles schon mal besser. Seltener Schrott. Aber das sind jetzt nochmal eine Ecke höher, als die vorher waren. Holy Scheit! Träger ist immun gegen Sturmangriffe. Axtkriegerwaffe. Nach dem Studium einiger mysteriöser Silberscheiben, die in den Ruinen der Altvorderen gefunden wurden, kommen die Chronisten zu dem Schluss, dass es sich hierbei um die Waffen langhaariger Axtkrieger gehandelt haben muss. Diese elektrisch betriebenen Waffen waren offenbar vergleichsweise schwer, da sie an einem robusten Gurt befestigt und über die Schulter getragen wurden. Die Äxte selbst gibt es leider nicht mehr, aber der Geist dieser vor langer Zeit ausgestorbenen Metalheads lebt weiter. Funny. Alright. Objekt nehmen. Wer kriegt denn das? Du wirst schon... Du bist immun gegen kritische Treffer. Ich meine, wir sollten hier fast die... Mal Trefferpunkte mehr. Du bist ja quasi der Tank, unter Anführungszeichen. Vielleicht sollten wir dir doch noch deine Tankfähigkeit geben. Du musst meistens näher ran, weil du... Ja, du bist ja eigentlich unser Fernkämpfer, aber du hast auch schon den Pyropanzer. Alright!
Du hattest, oder? Du hattest doch so eine Witzball, der könnte ich dir geben, wenn ich wollte. Würde. Innen wäre es vielleicht wert. Witzball plus Steinhaut und so, aber ich meine, der Sauerlauf bringt mir gerade einfach meistens am meisten, habe ich das Gefühl. Wobei, wenn wir sie jetzt eh nicht mehr lautlos ausschalten können. Ja, auch egal. Defekte Waffe. Das wäre auch geil, wenn wir jetzt noch ein Artefakt finden würden. Dann würden wir nämlich plus 1 Trefferpunkte auf alles bekommen. Wir können aber eigentlich auch. Hey, der Zug kommt zu mir. Wait a second. Stop. Ich meine, er ruft nicht die anderen. Er ruft nicht die anderen. Stalker. Nicht Stalker, Gude. Sorry. Wir sind jetzt die Stalker, wir sind die Gude. Vielleicht Zonenhündchen zuerst killen? 24 Leben. Wir müssten aber noch schauen, ob es mehr als einen Zonenhund gibt, sonst ruft er die anderen und dann haben wir den Salat wieder. Wobei, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis die ankommen. Servus, Papi! Kann man nur bis zu 3? Ja, so verstehe ich das auf alle Fälle. Wenn ich auf Team gehe, kann ich nur Charakter wechseln. Und nicht sie noch auch noch mitnehmen. Oder Papi. Keine Ahnung, weil das Y ist, dachte ich, man spricht das jetzt Englisch aus. Wo gibt's noch mehr Zonenhunde? Hör auf mir nachzulaufen! Blödes Hund, die Viech. Ja, bleibt ihr mal hier versteckt und ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Hey, nicht mich anschnauben. Ich habe niemandem was getan. Noch. Ist ein bisschen neblig, hä? Noch eine Truhe gefunden. Ohne, dass ich dafür irgendwen bekämpfen musste. Opportunist! Triggerst dem ungegen Gedanken. Okay, das kann sicher noch irgendwie, wenn wir gegen die Nova-Sekte kämpfen, vor allem kann das ganz angenehm werden, habe ich das Gefühl. Da ist nochmal ein Schamane, der gehört noch zu der Gruppe von Ghoulen, die eh noch problematisch werden wird. Steht der alleine? Not really. Und ein Schlechter dabei. Schlechter können wir nichts so, okay. Not alone. Looks like there's ghouls camped out in that machine. Yep. Aber der Zonenhund ist bisher sehr alleine. Komisch, ich dachte, ich habe den anderen Streamer 4 gesehen. Ja, da musst du wirklich aufhören. Wegen den Spoilern. Hast du bei einem anderen Streamer 4 gesehen? Jetzt kommt er mit so einer Information daher. Aber wie? Vielleicht ist das eine Fähigkeit später? Team. Charakter wechseln. Schließen. Inventar. Mutation. Vielleicht kann man später das Ganze die Teamgröße erhöhen. Bei den Artefakten habe ich aber auch nichts dahingegen das gesehen. Das wäre ja ziemlich dope. Wenn man das könnte. Ich mag auch die kleinen Schweinchen- und Enten-Symbole hier bei den Pfeilen, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, es gibt nicht ohne Notiz. Notiz von Stalker Oscar! Vor ein paar Tagen haben meine Crew und ich bei Prip ein bisschen gewürfelt. Ich hatte eine Pechsträhne und habe mich nicht wirklich auf das Spiel konzentriert. Deshalb ist mir aufgefallen, wie Prip leise mit einem zwielichtigen Gast am dritten Tisch hinter uns redete. Ihre Unterhaltung schien ziemlich intensiv zu sein und Prip gab seinem neuen Freund einen Grog nach dem anderen aus. Als der Fremde kaum hörbar ein Groglager der Altvorderen erwähnte, begannen Prips Augen vor Aufregung zu leuchten. Wie es aussieht, gibt es im Süden etwas, das wir uns ansehen sollten, sobald wir nüchtern genug sind, um unsere faulen Ärsche in Bewegung zu setzen. Yo! Freibier für alle! Ja, voll, vielleicht aber einen höheren Level, denke ich auch, Morris. Das Spiel würde wahrscheinlich auch ein bisschen Radau drum machen. Sagen, hey, hier, du kannst 4 Leute jetzt benutzen. Nicht einfach das klamm und heimlich da einführen. Momentan müssen wir uns, glaube ich, mit 3 begnügen.
Und ich glaube, momentan müssen wir uns auch mit einem Zonenhund begnügen. Da war ich ja schon. Was eh cool ist. Das ist wieder die Frage, wie laut man schießen kann, ohne dass es die anderen hören. Aber ich glaube, wenn der Zonenhund da ganz oben, der Zonen, wieso sage ich das, wie wenn ein S vor dem C wäre? Der Zonenhund, der ganz oben ist, sollten wir eigentlich auch laut auf ihn schießen können, ohne dass es wer merkt. Was ziemlich cool wäre, weil wir dann mit seinem Maschinengewehr ordentlich quitten können. Das könnten wir eigentlich auch upgraden, by the way. Die lautlosen Waffen bringen halt nur einmal was. Ist immer die Frage. Und die einen, da kill ich jetzt eh nicht mehr lautlos. Dafür kriege ich einfach nicht genug Schaden zusammen, glaube ich. Also außer ich mache Sauerlauf. Müssen dann oben nochmal schauen. Vor allem, weil der Schami dann immer Verstärkung ruft. Hallo Zonenhündchen. Also wenn wir... Nein, jetzt kannst du da rüber. Aber irgendwann kommst du hier rauf. Ich glaube, du rennst in die Richtung, oder? Wir campen jetzt mal hier und warten auf das Zonenhündchen. Und ich glaube, wir können laut auf ihn schießen. Und es stellt sich auch die Frage, welche Waffe ich auf Stufe 2 bekommen will. Fragen über Fragen. Warte, mit Strick wechsle ich auch? Nein, mit Shift wechsle ich auch, okay. Interesting. Wo ist denn jetzt das Hündchen? Da ist es. Boot, 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 komm her. Ich will dich halt nicht da drüben erschießen, wo du neben den fucking Ghoulen rumstehst. Junge? Also Hund, besser gesagt. Bello? Fritz? Keine Ahnung, wie nennt man Hunde? Okay, Fritz. Wir fangen wieder mit dir an. Weil Fritz definitiv gekillt gehört. Bam. Let's go. Spiel ist im Zug. Hast du mich jetzt schon gesehen und ich krieg keinen Quit-Bonus mehr? Ja, du hast mich schon so gesehen und ich krieg keinen Quit-Bonus mehr. Das Leben ist fucking ungerecht. Bam. Mhm. Da sollte man doch jetzt auch schön drauf fetzen können. Bam. Okay, und jetzt kommst du noch dran. Ja, aktivieren. Du kannst eigentlich von da wahrscheinlich mit dem auch easy schießen. Ja, 100%. Now it's getting fun. Leider kommt der Zonenhund nochmal dran. Aber ich glaube, er kann keine Buddies holen. Mal schauen, wie viel Schaden er jetzt an mir macht. Absorbiert, Junge! Der wollte mich umwerfen, aber ich habe jetzt meine Superrüstung. Oh! Mutterzonenhund! Oh oh. Sounds bad. Oh, es gibt auch mehr Zonenhunde. Whoopsie. Shit. Oh no, please don't kill me. Moment mal. Wo bist du? Okay. Don't shit your pants, Gummibaum. Alles ist gut. Na, dich will ich jetzt eigentlich nicht. Ich kann dich jetzt eigentlich mal mit der Pistole killen, oder? Damit wir ein bisschen Munition, ne? Ja. Wir müssen ein bisschen Munition sparen. Killen wir dich hier mal mit der Pistole. Okay. Wie sieht's mit dem Zielen aus hier? Noch nicht so gut, oder? Duxi Boy? Ah, warte. Wir können nicht auf Overwatch gehen. Wenn ich nachlade, könnte ich nachher auf Overwatch. Schaffst du es bis zu mir? Nächste Runde? Könnte sein. Auf der anderen Seite können wir hier geschmeidig nachladen mal. Und jetzt habe ich sogar eine 75% Chance mit der Waffe auf die Distanz. Let's actually go. Yeah, I did that. Bam, 6 Schaden. That, huh? Okay. So, dann brauchen wir jetzt nur noch dich hier als bisschen Versicherung für den guten Dux. Wir hauen dich hier hin. Und ich nehme mal an, du kannst hier nicht gescheit auf Windows schießen. Ja, außer Reichweite. Überwachen bitte. Oh oh. Jetzt rufst du noch mehr Leute? Können wir bitte nicht noch mehr Leute? Es sind schon genug Zonenhunde. Nein, das ist alles Stufe 25. Was sollen wir hier machen? Okay, wir haben jetzt 3 normale Zonenhunde und eine fucking Mutter.
Um es zusammenzufassen, I just make a huge mistake. okay, Duxi Boy kommt nochmal zum Nachladen und Schießen, I would say. Wollen wir ein bisschen Sorgen machen um ihn. Aber er kann nicht auf den Zonenhund, nein, auf den Zonenhund Mutter. Wenn er so viel Schaden machen kann dort, dann muss er das ja eigentlich tun. Okay, du könntest jetzt eigentlich Nachladen und Overwatch machen. Du könntest auf diesen 40er quitten mit 50% Trefferchance auf diesen Zonenhund. Na, da muss ich gut. Ich könnte Kettenblitz machen. Sieht aus so Reichweite. Nein, kann ich noch nicht. Ich könnte Schleichen, will ich eigentlich alles nicht machen. Ich glaube, wir laden nach und machen Überwachung, ja, actually. Damit ich nachher definitiv nicht mehr nachladen muss. Wir können es mal hier hin. Könnte es jetzt technisch gesehen auf ihn was schießen? Nein. Überwachen. Schauen wir mal, wie sie näher kommen. Okay, BAM! Oh no! Nochmal BAM! Come on! BAM! 8 Schaden. Okay. Mami muss sterben. Oh 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 oh! Oh 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 oh. Oh oh. So many! Okay. Ich glaube, es ist Granatentime, oder? Yes! Holy shit, okay. Ich meine, für was habe ich Granaten, wenn nicht für genau diesen Moment hier? Lieber Dux, könntest du mal freundlicherweise dich hier in Sicherheit bringen? Dahin gehen? Kann ich wechseln nachher noch? Oder verliert er jetzt all seine. Wir können hier jetzt schon Granate werfen eigentlich. Why not? Werfen? Yes. Eine Handgranate bitte. Yes. Auf all diese fucking Zonenhunde. Yes. Ich meine, ich hoffe, das alarmiert jetzt nicht die anderen Gegner. Eine Granate ist, glaube ich, relativ laut. Okay. Du, mein guter Freund, könntest jetzt eigentlich auch eine Granate werfen. Wir werfen jetzt einfach haufenweise Granaten. Für was habe ich sie? Für was habe ich sie? Mutterzonenhund ist auch hin. Son. Jetzt habt ihr alle noch 8 Leben. Willst du 8 Schaden machen? Du machst 8 Schaden. Dann gibt es gerade noch. Oder ich meine, ja, es ist einfach das Easyste, wenn wir uns da hinhauen. Und du checkst in der Granate und wir gehen darauf und wir machen 8 Schaden an euch und die Sache ist erledigt. Spam! No! Props! Diese coole scheißen sich an von ein paar kleinen Zonenhündchen. Lächerlich. Lächerlich! Okay, wir müssen Waffe upgraden gehen gleich. Aber ich weiß noch nicht welche, deswegen habe ich so ein bisschen Angst davor. Gibt es da jetzt schöne Sachen? Nachdem ich die Zonenhunde. Gewöhnlichen Schrott. Weil ich habe gerade auch Schrott verschwendet in der Form von 3 Granaten. Wobei verschwendet. Wie viel Zeug haben wir jetzt noch? Normale Granaten haben wahrscheinlich nicht mehr viel. Naja, nicht mehr viel. Vielleicht können wir wieder nachladen. Kriegst auch noch eine normale Granate. Kriegst du dabei. Ich meine, die EMPs brauchen wir nicht. Kannst du dabei auch noch hier eine. Keine Ahnung, einen Molotow-Cocktail bekommen. Wir sind da nicht so, versessen, auf wen das bestimmt ist. Okay. Jetzt fragt sich. Also, wenn wir das noch ein bisschen abgesucht hätten. Jetzt fragt sich erstens, welche Waffe. Welche Waffe soll ich? Besser. Ein bisschen Schiss, nur die Pistolen zu verbessern auf Level 3. Oder einfach, man könnte die beiden Superwaffen auf Level 2 bringen. Maybe that's better. Ja, weil ich meine, wenn die jetzt alle 24 Leben haben und so shit, kriegen wir das jetzt sowieso nicht gebacken. Wurscht, wenn ich sie verbessere nicht. Sagen wir, die Pistole wird jetzt nochmal auf Level 3. Dann haben wir einen Crit von 9. Dann haben wir 9 plus 14, also nicht plus 14, aber 14 zusammen. 19 zusammen, das ist immer noch lange nicht auf 24. Sogar wenn wir durchquitten, sind wir nicht auf 24 Leben. Das heißt, ich glaube, es bringt fast mehr, das hier auf Stufe 2 zu bringen und das hier auf Stufe 2, weil das meine beiden besten Waffen sind momentan. Dann machen wir hier immer schon 9 Schaden, hier 8 Schaden. Ich denke, das ist die beste Idee. Ich hoffe, ich bereue das nicht mehr.
zur Arche. Let's go. Wenn wir dann anhalt noch einen Waffenschaden dazu bekommen, okay, dann kommen wir fast schon wieder in die richtige Nähe von 24. Von 24 Leben. Aber. It's not really gonna happen. Welcome to the Fix Pit. No, we don't give a stalker discount. Ach, Schaden immer ist schon ziemlich cool. Ja. Immer auf Stufe 2 und den Bummstock mal auf Stufe 2. Keep your head screwed on. Yes, yes. Will keep my head screwed on. Will do, will do. Jopp. Weiter geht's. Wieder zur Eisenschlange, jetzt geht's um die Mutanten hier. Ich glaube, ich werde den Charmy ausnocken, das ist der, der mir am meisten Angst macht. Deswegen killen, bevor wir die anderen killen. Ich glaube nicht, dass ich ein Level höher gehen kann mit meinen Leuten. Oder kann ich darauf? Warte mal, könnte ich da mit Mottenflügeln... Motteln? Mit Mottenflügeln rauf... ...fliegen? Oh, ich kann hier rauf. Kann ich dann... Moment mal. Kann ich denn nur auf dieser Plattform hier bleiben oder kann ich auf den Zug selber hüpfen? Ich kann auf den Zug selber hüpfen. Inter as Instance. Jetzt da haben wir eigentlich eine schöne Übersicht über unsere Freunde da unten. Als den eigentlichen Assault würde ich gerne von hier oben beginnen. Es fragt sich nur, ob wir den Charmy noch killen können, bevor wir den eigentlichen Assault beginnen. Oh, da kann ich auch hochklettern? What just happened? Okay, whatever. Na, ich glaube, wir müssen da hinten dann wieder hin, um wieder neu hochklettern zu können. Aber das ist okay, das ist okay. Das betrübt mich nicht. Da ist der Charmy. Aber der Charmy ist ja leider auch nicht allein, der Sack. Da ist jetzt wieder ein Depper der Jäger. Und die Frage ist jetzt, bewegen sich die Burschen oder bewegen sie sich nicht? Nein, ein Schlechter. Da ist ein Jäger. Ach fuck, den müsste ich eigentlich auch killen. Wir haben aber leider nur eine Möglichkeit, die außer Gefecht zu setzen. Kann ich den Schlechter killen, ohne dass es irgendwer andere merkt? Nein, du stehst im Feld des Charmys. Und die beiden weigern sich einfach, sich zu bewegen. Da ist der Jäger. Den Jäger kriegen wir auch nur gekillt. Tja, hätten wir jetzt mal den Jäger hier gekillt, bevor wir die Zonenhunde gemacht hätten, hätten wir schon wieder den Yapking-Zeit wieder hingekriegt. Aber so natürlich nicht. Dann machen wir das, glaube ich, doch von unten. Wir killen den Jäger in Stealth und dann killen wir den Charmy ohne Stealth. Was hat der? 24 Leben. Lass mal kurz schauen. 24 Leben, wenn ich auf Stealth scheiße. Hätten wir hier 11? Höchstwahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich, möglicherweise vielleicht. Ah shit, jetzt hätte ich gerne wieder mehr Crit für dich. Hätten wir... 11 oder 8? Sagen wir ein Crit. 11. 6 ist 17. Plus 9 ist 26. Es reicht sogar,
Okay, einer muss quitten, damit es reicht. Einer muss quitten, damit es reicht. Oh Gott, Session kommt. Keiner quittet und der kommt dran. Ah, fuck. Oder wir machen es nochmal anders. Du wirfst nochmal eine Granate da rein. Das sind ja 8 Schaden. Naja, dann haben wir es sicher. Ja, okay, vielleicht machen wir es so. Okay, dann killen wir Jägerchen hier jetzt im Stealth. Das heißt, wir müssen uns hier kurz ein bisschen verstecken. Oder ist das schlechter? Jesus. Ey, läuft der jetzt hier rum? Ich dachte, der kommt bei uns wieder vorbei. Kommt der bei uns wieder vorbei? Ich glaube, der kommt nachher bei uns wieder vorbei. Okay, dann fangen wir an mit dir. Wieso sieht er mich sofort? Jetzt habe ich wieder nicht meinen Crit, das verstehe ich noch nicht ganz. Okay, ich habe den Crit trotzdem bekommen, aber ich müsste jetzt mal verstehen, wieso er manchmal mich dann doch gleich sieht und manchmal nicht. 16 Leben schaffen wir trotzdem nicht in 2, das heißt, der Sauerlauf muss sein. Wieso ungültig? Wenn ich nicht nah genug bin? Nee, wir könnten bis dahin Sturm laufen. Das kann sie nicht sein. Junge. Wir können in den Sturm laufen. Wieso ist er jetzt nicht blau wie normalerweise? Wieso ist das ungültig? Moment kurz. Aktivier dich mal. Vielleicht müssen wir hier weggehen kurz, damit er das machen kann. Ansonsten verstehe ich gerade wieder etwas nicht ganz genau. Bingo. Und jetzt würde ich gerne bitte den Sauerlauf machen. Würde ich den Sauerlauf machen auf diesen Gegner? Ja, okay, jetzt geht's das so, weil da meine eigene Einheit stammt. Das geht schon mal nur von der Richtung. Bormin, du darfst jetzt wieder mit der Pistole draufhauen. Schami steht da schön ein bisschen drüben und lässt sich's gut gehen. Ja, wir können nachladen. Gleich nochmal schießen. Wenn er das erledigt. Stone cold. Wonderful. Stone cold. 5 Waffenteile bekommen, gefällt mir auch. Okay, also, ich glaube, wir werden versuchen, Shami killen. Immediately. Nur dafür müsste ich jetzt aus dem Versteck schießen, was ich immer noch nicht ganz checke, how I do this. Mit dem einen. Weil beim einen klappt es irgendwie nicht. Wichtig dann einmal oben? Nein. Ich glaube, wir lassen das leider mit oben sein. Auch wenn ich gerne oben angefangen hätte. Ich glaube, es ist wichtiger, den Shami gleich zu killen. Vielleicht können wir uns zurückziehen zu rauf dann. Shami killen und mich dann zurückziehen. Mein Weg oder dir. Und mich da ins Versteck, ne? Bevor das größer wird. Von wo aus kann ich denn hier mit dem Versteck schießen? Am ehesten, glaube ich, von hier, ist aber ziemlich weit weg. Dude! Wieso randomly die Taschenlampe einschalten? Da wärst du versteckt. Du brauchst die Taschenlampe auch nicht einschalten, du Vollkoffer. Ja, du kannst dabei da bleiben, das ist fein. Ich weiß auch nicht, von wo wir das jetzt genau machen sollen. Ihr könnt dann beide da ins Versteck stattdessen. Also, wir wollen eigentlich mit dir anfangen. Aus dem Hinterhalt, yes. Okay, perfekte Deckung, keiner hat mich gesehen. Cool. 75% Chance, das sollte jetzt halt klappen, ansonsten haben wir ein Problem. Okay, 11 Crit, we got this. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Feind hat mich gehört, ich weiß. Aber wir killen den Shami, bevor er dran ist. 100%? 100% von hier? Nein, okay, dann gibst du hier. Und heizt ihn ordentlich an. Und du hast von hier 100? Du hast wahrscheinlich sogar von hier 100, oder? Nein, okay. Von hier? Egal. Dann gehen wir dahin. Nein, warte, mit dir will ich wissen, ob du 100 hast von hier. Jupp, okay.
damit wir schneller zurückziehen können. Okay, der Charme ist tot, der kann uns nichts mehr tun. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 Gegner oder 2? Die Schlechter auf alle Fälle und den Panzer. Die Schlechter können wir noch nicht. Nehmen wir an, der Panzer taucht hier gleich auf. Ja. Oh, weil das gegen dich nicht funktioniert. Nice, okay. We got some problems, though. Wir müssen den Schlechter mal killen. Das ist für mich eine klare Angelegenheit. Können wir den mit euch beiden actually killen? Ja, du sollst nicht springen. Ich meine, dich mit ihm zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ihr wollt alle nahkämpfen. Ja, wir müssen jetzt auf die... Müssen wir kurz... Ist das denn eine 25% Chance? Are you shitting me? Da hast du wirklich noch... Wo hast du da Deckung? Du hast da überhaupt keine Deckung. Whatever. 100%. Oh, does that hurt? Oh, ich habe Docs Flügel noch nie benutzt. Stimmt, ja, das machen wir. Das wäre jetzt perfekt, actually. Ich hätte es jetzt schon machen sollen. Sorry, ich habe es zu spät gelesen. Nächsten Zoom machen wir es. Weil die sind ja alles Nahkämpfe. Die können mir ja dann gar nichts, glaube ich, wenn ich die Flügel benutze. Eine Crit-Chance von 20% sind es nicht. Amazing. Wie viel Schaden machst du? Oh my god. Komm mal, 20%! Warte, brennt er? Er brennt, das heißt, er ist so oder so tot. Das ist wegen dem Feuerschaden, right? Ey, du sollst jetzt eigentlich eh nur hier blöd rumstehen und auf ihn direkt, indirekt in die Fresse hauen. Das ist dein Job, lieber Bormin. Aber er kann auch schießen. Ja, jetzt will er schießen, schau mal. Wie schlimm? Nein, 4 Schaden. Das ist der Urbo. Er kann auch schießen, alright. So, du bist hin, genau. Okay, Duxi Boy. Wo bist du? Weil er müsste eigentlich nachladen. Sorry. Dann machen wir die Mottenflüge, kann er nachher immer noch nachladen. Aber ich muss da irgendwo drauf hüpfen, oder? Ah nein, ich kann einfach rauffliegen. Okay, let's go. Wuhu! Duxi Boy in the air! Ich weiß jetzt nicht, wie gut man ihn da oben treffen kann, wenn wir uns nicht rausfinden. Wenn er gleich wieder abgeschossen wird und wieder runterfällt, dann war es schlecht. Zweite Frage ist, wie zum Geier kriege ich irgendwie einen Schuss auf dich? Geht sprinten? Ich will aber eigentlich gar nicht nach vorne sprinten. Wir können dahin mit dir und auf überwachen. Ich meine, ich würde gerne nochmal auf dich schießen, aber irgendwie... Bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Habe ich keine Feuerlinie? Nein. Soll mir recht sein, wenn er nach vorne laufen will, dann läuft er meine Überwachung rein. Overwatch. Duxi, du kannst immer noch schießen? Kannst du da oben overwatchen? Apparently not. Dann laden wir noch die andere Waffe einfach auch nach und schauen, was er macht. Oh, das ist nur für eine Runde? My bad. Ups, okay. Wenigstens habe ich es jetzt. Oh, come on. Oh, come on, though. How on earth did he hit that? Du bist ein kleiner Pisser. So ein Wichser. Another art, nee. Wie hat er da überhaupt drüber schießen können? Das Arschgesicht. Habe ich nicht gerechnet. Der Panzer nervt mich. Gehst du mal dahin. How did he do that? Ich sehe ihn ja kaum. Ich könnte da nicht auf ihn schießen, oder? Wahrscheinlich. Außer Reichweite. Aber der Pisser kann da plötzlich mit seinem dummen kleinen Schrotgewehrchen darüber fetzen, oder was? What an asshole. Okay, geh da mal dahin. Duxi. Ja, lass ihn nicht verbluten. Ja, heil da mal. Weißt du, wieso jetzt dahin? Du... Nicht näher an den anderen gehen, das ist nicht, das ist keine winning strategy. Muss der eigentlich auch immer mal nachladen? Ich finde, er sollte eigentlich immer mal nachladen müssen. Naja, wenn wir ein Rennen und Peng machen, dann können wir gleich hier Rennen und Pengen. Und wir fahren.
Das stimmt nicht, oder? Ich kann nicht von hier auf ihn schießen. Das zeigt mir, das ist ein bisschen schwierig. Das Spiel zeigt mir an, es geht. Aber ich glaube, das ist von da. Von da ist in Wahrheit keine Feuerreichweite. Da sagst du, es ist keine Feuerlinie. Da sagst du plötzlich, es wäre eine Feuerlinie. Und danach ist wieder keine Feuerlinie. Ich kenne dich ja. Okay, wir... Warte, wir können schon wieder sauer laufen? Wait a minute. Oh, new option hier. Ist aber dann besser, nächste Runde das zu machen. Okay, you know what? You know what? Wir rennen einfach dahin. In deine Nähe. Und schauen, was passiert. Schießen solltest du von da schlecht können, auf mich. Reinlaufen und mich sterben. Weil das nur dich umwirft wegen meiner Rüstung und nicht mich. Hast du gerade den Zug verkeckt, mein guter Junge. Die Frage ist, jetzt brauche ich den Sauerlauf. Vor allem dann. Naja, brauche ich ihn wirklich? Es ist nur noch ein Gegner, vielleicht sollte ich ihn mir aufbehalten. Für nächstes Mal. Fuck it. Bam, Panzer. Okay. Duxi Boy, hast du den Hut? Du hast den Hut, aber du kannst jetzt natürlich keine Mottenflügel mehr machen, weil ich sie bereits verschwendet habe und genau gar nichts damit angefangen habe. Because I'm a genius, that's why. Ja, wir scheißen auf Deckung. Jetzt geht's dann in den Kragen, penzig. Yeah! Der hat immer noch 18 Leben. Ich meine, er hält schon viel aus, der Sack. 75% Chance. Let's go. Bam. Schießen. Yes. Nochmal 5 Schaden. Brennen tut er. Come on. Hat er ihn jetzt doch umgehauen? That's fine. That's fine. See if I can. See if I fucking care. Du brennendes... Du brennst, ist dir das schon aufgefallen, Junge? Ein bisschen unangenehm, hä? Ist dir ein bisschen zu heiß? Sag es nicht. Wieso bist du jetzt... Wieso hast du minus 25%, egal was? Ist das, weil du umgeworfen wurdest gerade? Schwache Deckung hat der Junge gegen mich. Ehrlich. Schau mal, wie groß der Typ ist. Nie im Leben hat der schwache Deckung von hier. Okay. Shit. Warte mal, ich kann nachladen und gleich schießen. Bam! Hasta la vista! And stay down. Got that right. Nice. Und level up. There we go. No props. Und wir haben sogar den Sauerlauf für den Anfang des nächsten Mal. Und ich habe das Medikit, das ich verwendet habe, wieder zurückbekommen. Nice. Plündern. Okay, wir werden jetzt hier nur noch ein bisschen plündern. Und dann muss ich, wie ich gesagt habe, leider weg. Oh, ist das ein Artefakt? Yes! Give it to me. Nein, es ist kein Artefakt. Es hat nicht lila geleuchtet. Wieso hast du deine Hoffnungen hier in Luft der Höhen geschwungen, Gummibaum? Wenn es doch gar kein Artefakt ist. Das ist nämlich schon geil, diesen plus 1 Waffenschaden auf alles. Pretty amazing. War da nicht die Kiste? Ich habe gerade zu viele Gegner. Da ist eine Kiste, sage ich ja. Gekillt, ich habe eine Kiste verdient. Noch ein Rambino! Leute, die Rambinos sind super. Natürlich nehmen wir uns noch einen Rambino. Wer kriegt jetzt den? Ich glaube, statt was ist nur die Frage. Ha! Ich meine, irgendwer braucht definitiv noch einen Rambino. Die Waffe ist zu geil, um sie nicht zu verwenden. Sammeln. Kann ich mir aber nächstes Mal. Ich darf nur bis zum nächsten Mal nicht vergessen, dass ich den Rambino habe. Ist da wirklich nirgendwo ein Artefakt? Ich hätte so gerne eins. Spiel, möchtest du mir nicht unbedingt, weil ich so lieb reinschaue und so nett bin, ein kleines, freundliches, wunderbares Artefakt geben? Sind wir jetzt eigentlich hoch genug für Elektrogerät? Für die Zonenhunde, die im anderen, in der anderen Zone waren? Waren die so hoch wie die, die wir jetzt gerade da gekillt haben? Ich glaube fast, ehrlich gesagt. Hab jetzt schon wieder gesagt, verteilen statt sammeln? Possibly. Oder sind sie versteckt oder sowas? Was ist los mit euch? Wieso kann ich jetzt nicht F drücken, um ihnen was zu tun?
Okay, ist für den Moment egal. Perfektes Elektrogerät, noch ein bisschen mehr Schrott bekommen. Ah, vielleicht waren die Stufe 45. Ja, das kann sein. Ja, ich glaube, das ist recht. Dann würde ich sagen, lassen wir es lieber. 20, das ist in Aachen, können wir eh nicht viel anstellen. Weil wir kein weiteres Artefakt bekommen haben, wie ich eigentlich wollte. Deine 17 Schrott haben wir mittlerweile. Ich meine, irgendwann müssen wir schon was anfangen mit dem ganzen Schrott. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn wir einfach ein bisschen Schrott auf der Seite haben, falls mir ihnen das richtig schief geht und ich, keine Ahnung, 5000 Medikits kaufen muss oder 10.000 Granaten bei Iridia. Alright. Dann haben wir das recht gut hier abgeräumt. Wir müssen nachher da raus, wo wir die Zonenhunde gekillt haben. Das werden wir aber als nächstes Mal machen. Nächste Folge wollte ich sagen. Nächste Folge auch, aber auch nächstes Mal beim Streamen. Was höchstwahrscheinlich Montag stattfinden wird. Früher Abend nehme ich an. Nachmittag bis früher Abend. Weil ich am Abend wahrscheinlich was vorhabe. Das ist wahrscheinlich der nächste Termin. Den Termin werde ich aber auch ankündigen auf meinem YouTube-Channel. Also wenn ihr dort vorbeischaut, solltet ihr es mitbekommen. Im Gegensatz zu dem, zu den zwei Streams, die ich jetzt gestern und heute gemacht habe. Alright. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal vorbei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich Montag. Bis dann. Servus.